Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch 10 Zeitmanagement-Hacks für Mamas mitgeben, die ich selber so ausprobiert habe, selber so mache und wo ich aus Erfahrung sagen kann, dass die euch nochmal vieles erleichtern werden. Und wir starten mit Hack Nummer 1 und zwar sonntags planen. Das heißt, ich setze mich wirklich jeden Sonntag hin, nehme mir da also auch wirklich in Ruhe und wenn ich weiß, dass ich Zeit habe, mache mir gerne noch ein tolles Getränk dazu und setze mich dann hin und plane die nächste Woche. Das mache ich in verschiedenen Ebenen. Zum einen habe ich da unseren großen Familienplaner, wo ich alle Termine von allen habe, die ich dann in meinen eigenen persönlichen Planer übertrage, damit ich auch da sehen kann, wer welche Termine hat. Und dann setze ich mir da meine eigenen Aufgaben rein und ich plane einfach alles. Also alles wird bei mir eingeplant, aber das ist schon der nächste Hack. Das ist nämlich Hack Nummer 2. Ich plane alles. Ich schreibe mir alles in meinen Terminkalender. Ich schreibe mir auf, was ich an dem Tag putzen möchte. Ich schreibe mir meine Auszeiten auf. Also ich habe ja schon immer gesagt, Auszeiten müsst ihr ansehen wie Termine, wie ein Arzttermin, damit ihr es auch wirklich wahrnehmt und nicht ständig verschiebt. Deswegen schreibe ich mir auch als Termin meine Auszeiten auf und ich schreibe mir auch auf, was es an dem jeweiligen Tag zum Mittagessen geben soll. Auch das ist für mich wichtig, dass ich am Sonntag schon plane, was es jeden Tag der Woche zu essen geben soll. Das kann man natürlich je nachdem, auf was man Bock hat, nochmal ein bisschen hin und her verschieben, aber dass man halt auch einfach weiß, was man einkauft und dass man sich halt am entsprechenden Tag nicht noch Gedanken darüber macht, muss, weil das stresst einen wieder und die Gedanken sind dann wieder die ganze Zeit beim Essen und es muss einfach nicht sein, wenn ihr das Sonntag schon für den Rest der Woche plant. Mein dritter Hack, und das habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, ich schreibe in meinen Kalender ausschließlich mit Bleistift. Weil ihr kennt das alle, als Mama muss man auch in seinen Termin flexibel sein. Da wird doch mal ein Kind krank, dann kommt der Mann noch mit einem Termin, den er vergessen hat, in den Familienplaner einzuschreiben. Und deswegen schreibe ich super gerne mit Bleistift, weil ich das dann einfach wieder wegradieren kann und das für mich neu sortieren kann. Und dann sieht das einfach nicht so hässlich aus, wenn ich den Kugelschreiber ständig dann irgendwie durchgestrichen habe oder so. Deswegen schreibe ich in meinem Planer eigentlich ausschließlich mit Bleistift. Hack Nummer 4 sind Prioritäten. Ich habe ja super gerne am Sonntag erstmal so eine Liste vor mir liegen, was die Aufgaben für die nächste Woche sind. Und die versehe ich dann mit Prioritäten. Also eins ist dann natürlich die höchste Priorität und dann stufe ich das so ab. Und dann teile ich das auch wirklich so ein. Die Sachen mit der höchsten Priorität am Anfang der Woche natürlich auch. Und die werden auch ganz oben am Tag eingetragen, dass ich das wirklich immer als erstes erledige. Und die unteren Prioritäten, die schaue ich dann einfach, wie die auf die einzelnen Tage noch passen. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel dann am Freitag sehe, okay, ich habe nicht alles geschafft, aber dann sind das die Dinge, die halt auch nur eine geringe Priorität hatten, die auch nicht wichtig waren. Und dann schreibe ich mir die einfach auf die neue Liste für die nächste Woche und da bekommen die dann einfach eine höhere Priorität, damit es halt auch erledigt wird. Weil wenn ihr Dinge mit niedriger Priorität immer wieder mit niedriger Priorität verschiebt, macht ihr sie irgendwann niemals. Und das sind meistens auch ungeliebte Dinge, wie Steuersachen zum Beispiel. Das habe ich jetzt auch erst wieder bei mir selbst gemerkt. Ich schiebe meine Steuersachen hier schon seit einem Monat wieder, verschiebe ich die. Und das muss man manchmal auch reflektieren und merken. Und jetzt habe ich mir das als höchste Priorität für die nächste Woche zum Beispiel eingeschrieben. Fünfter Hack sind verschiedene To-Do-Listen. Ich bin ein großer Fan von Listen und auch von To-Do-Listen. Und ich habe To-Do-Listen nach Themen so ein bisschen sortiert. Also es gibt eine To-Do-Liste für meine Arbeit zum Beispiel. Es gibt aber auch eine To-Do-Liste für hier zu Hause, wo dann so Sachen draufstehen wie, du müsstest mal wieder Fenster putzen oder die Herbstdeko rausholen oder meine Kürbisse im Garten abschneiden. Solche Sachen, also verschiedene To-Do-Listen. Es gibt auch eine To-Do-Liste für Manu oder es gibt auch eine To-Buy-Liste, wo dann so Sachen draufstehen, die ich vielleicht für die Kinder jetzt neu besorgen muss, weil einfach eine neue Jahreszeit oder so. Also deswegen habe ich auch viele verschiedene Listen, damit man den Überblick auch behält. Immer auch mit der entsprechenden Überschrift natürlich, damit man auf den ersten Blick sieht, um was es geht und nicht halt eine Riesenliste für alles hat. Das wirkt dann auch erstmal so erschlagend und man hat gar keinen Bock, die abzuarbeiten, aber auch einfach unübersichtlich. Deswegen mehrere To-Do-Listen mit entsprechenden Überschriften auch, worum es geht. Mein sechster Hack ist der Kalender für alle. Das finde ich einfach super wichtig, dass ihr euren eigenen Kalender habt zum Planen, aber auch wirklich einen großen Familienplaner. Bei uns hängt der halt
quasi zwischen Küche und Flur an der Wand. Da hat jeder Blick drauf und jeder kann da seinen Kram eintragen. Ich trage halt alles von mir ein, wenn ich halt nicht zu Hause bin, mit Manu Bescheid weiß, okay, da ist sie nicht da. Ich trage da die Termine der Kinder ein. Manu trägt da zum Beispiel ein, wann er Fußballspiele hat, damit wir das alles so im Überblick haben und einfach sehen, wer wann wo ist. Mein 7. Hack sind, sich wirklich Ziele nicht nur gedanklich zu setzen, sondern die auch wirklich aufzuschreiben. Und ich bin ein großer Fan davon, das so ein bisschen zu gliedern. Also kurzfristige Ziele, also was ich in den nächsten Wochen erreichen möchte. Dann so mittelfristige Ziele, was ich vielleicht so im nächsten Jahr erreichen möchte. Und langfristige Ziele, was ich vielleicht so in 3 Jahren erreichen möchte. Dass man sich das mal auch aus dem Kopf schreibt. Ich bin auch ein großer Fan davon, Sachen aufzuschreiben, um sie aus dem Kopf zu bekommen. Und sich dann erstmal dieses große Ziel aufzuschreiben und das dann wieder in kleinere Unterziele zu gliedern. Und da auch Termine dazu zu setzen. Bis wohin das erledigt sein muss, das kleine Ziel, um dann wieder weiterzumachen, um irgendwann das große Ziel zu erreichen. Da hatte ich euch in meinem Vlog zu meiner Selbstständigkeit auch meinen tollen Zeitstrahl zum Beispiel gezeigt. Da habe ich halt einfach so ein großes Ziel in diese kleinen untergliedert, mit den Terminen versehen und das habe ich dann so übersichtlich da und weiß dann einfach, wann was ansteht. Und so komme ich auch zu meinem Ziel. Einfach, weil ich es plane, weil ich es dann umsetzen kann und dann erreiche ich auch mein Ziel. Mein 8. Hack, hatte ich mich vorhin verzählt, kann sein. Ich bin jetzt bei meinem 8. Hack. Und zwar ist das kein Stress, kein Druck. Wenn ihr euch stresst, wenn ihr eure Planung jetzt nicht 1:1 umsetzen konntet, wenn halt doch ein Kind krank wird und eure Planung komplett ins Wasser fällt, dann stresst euch nicht, dann macht euch keinen Druck. Das passiert halt. Und das passiert als Mama einfach ständig. Dass wir halt umschmeißen müssen, dass wir flexibel sein müssen, dass wir nochmal umplanen müssen. Deswegen geht da ganz locker und ohne Druck an die Sache ran. Ihr bekommt das alles wieder hin. Man muss sich dann einfach neu hinsetzen, die aktuellen Gegebenheiten sehen, wieder seine Prioritäten vielleicht nochmal anschauen, was ist wichtig, was muss ich jetzt erledigen, auch wenn das Kind krank zu Hause ist. Aber da den Stress und den Druck rausnehmen und das ein bisschen lockerer angehen, dann geht das auch einfacher von der Hand. Mein 9. Hack, den Planer auch immer dabei haben. Das war nämlich was ich am Anfang nie gemacht habe. Der Planer lag irgendwo auf dem Küchentisch oder auf meinem Schreibtisch und war halt nie in meiner Handtasche. Und dann bist du irgendwie beim Arzt und willst einen neuen Termin ausmachen und zu Hause siehst du dann, da kann ich eigentlich gar nicht, da steht schon irgendwas anderes an. Deswegen, das musste ich mir auch erst angewöhnen, wenn ich halt rausgehe und weiß, da könnten Termine entstehen, dass ich halt meinen Planer auch in meine Handtasche mache und mitnehme. Also einen Planer immer dabei haben, am besten natürlich am Handy, aber ich bin da einfach nicht der Typ für, ich mag das überhaupt nicht. Ist aber natürlich das Einfachste, weil man das natürlich immer dabei hat. Und mein 10. Hack ist Grenzen setzen und Nein sagen. Ihr könnt nicht überall dabei sein, ihr könnt nicht jedem helfen, ihr könnt nicht alles mitmachen. Und da kommen auch wieder die Prioritäten. Eure Sachen, ihr selbst, es hat immer höchste Priorität. Und wenn irgendjemand kommt und irgendwas von euch möchte, dann hat das halt niedrigere Priorität. Und dann müsst ihr schauen, passt mir das rein oder passt mir das nicht rein. Ich würde nie einen Termin verschieben, weil irgendjemand was von mir möchte. Also es kommt natürlich an, wie wichtig das ist und wer derjenige ist. Ja, also wenn, weiß ich nicht, ein Familienmitglied möchte, dass ich ihm zum Arzt fahre, dann mache ich das natürlich, dann schaue ich, dass ich das verschieben kann. Aber wenn jetzt irgendjemand kommt und, keine Ahnung, er braucht ein Geburtstagsgeschenk und ist selber nicht gut im Basteln und möchte jetzt, dass ich das mache. Wenn ich sehe, ich habe die Zeitkapazitäten dafür nicht, dann sage ich Nein. Oder auch Grenzen setzen. Also wenn ich merke, boah, ich habe jetzt hier einfach zu viel selber im Haushalt getan, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Energie mehr, dann setzt die Grenze, sagt euer Mann, mach jetzt mal du das. Meine Grenze ist erreicht, ich mag nicht mehr, jetzt bist du einfach mal dran. Nein sagen, Grenzen setzen und Aufgaben verteilen. Das waren also abschließend nochmal meine 10 Hacks für besseres Zeitmanagement für uns Mamas. Und damit möchte ich jetzt noch eine Ankündigung machen für Dezember. Da wird es nämlich wieder eine neue Facebook-Challenge geben. Und auch für alle, die nicht bei Facebook sind, wird es auch wieder meinen Mini-Ratgeber dann als E-Book geben. Und zwar wird es da nochmal ganz intensiv um Zeitmanagement, um Planung, um Ziele setzen und auch Ziele verwirklichen gehen, dass wir das Schritt für Schritt zusammen mit verschiedenen Aufgaben umsetzen. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!